Er sieht schon gut aus. Man muss maybe nochmal anfassen. Bei die Tuning, right? Jetzt der Porsche. No, ich meine die Car, die Kallingen. Ach, wirklich? I think. Ich bin nicht ganz zufrieden mit den Felgen, to be honest. Ja, wir haben die erstmal ein bisschen klassisch gelassen, weil wir hatten uns das angeguckt, die anderen sehen so ein bisschen drüber aus. Ich habe auch schon drüber nachgedacht, aber irgendwie ist das ein bisschen schwierig mit den Felgen. Ah, sie sehen, bei mir, ich habe gerade all out gegangen. Ja, vielleicht können wir ein bisschen übertreiben. So, ich würde gleich wieder eine Picture machen von uns. Ja, all natural. Und an, warte mal, ich muss aber, wir müssen, oh, shit, no. Ich schließe mal kurz ab. Wir müssen nochmal zu Kleidungslagern fahren, weil ich brauche eine Top. Wir müssen ja heute Chains tragen. Ach, scheiße, stimmt, ja, dann. Und dann brauche ich eine Shirt. Eine Shirt, wie Sie immer tragen. Fahren Sie mal. Ja, klar. Sie tragen doch immer so Shirts, wie Sie jetzt haben. Und ich muss manchmal so ein bisschen oversized und manchmal so, ne? Ja, das muss ich jetzt auch mal machen. Ja, kann ja nicht schaden, vor so einer Party mal was Neues zu kaufen. Yes. Gucken wir mal, was der Kollege da so im Angebot hat. Ah, der VIP-Parkplatz ist frei, sehr gut. Perfekt. So, ich muss was finden, was seine both elegant und ein bisschen Möglichkeit gibt, diese Chains zu tragen. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen, ich trage ganz gerne T-Shirt. So, was haben wir Possibilities? Ich will auch die Uhr zeigen. Ja. Yeah. Maybe ist es eine gekrempelte Hemd. Ganz leser. Aber das ist nicht gut für die Chains. Ah, fuck. Nee, so eine Bikerjacke nicht. Ne, vielleicht finde ich mir eine coole Jacke oder so. Oh, das ist ja auch schön. Oh, this is something like a uniform, right? Ja, richtig. This is one. Das finde ich schon. Ja, schön. Vor allem die Krawatte auch, ne? Also ist ja Camouflage. Ich sehe sie ja fast gar nicht mehr. Oh, sie haben auch keine Mittelalter. Oh, toll. Hier, ne? Yes. Ja, fehlt nur noch eine Pestmaske. Maybe something like this. So ein Baseball-Jersey. Ein Classic? Look at this. Oh, ja, das ist schön. Das gefällt mir. Das ist wirklich nicht schlecht. Nee, das ist nicht meins. Maybe this one. Oh, das ist natürlich auch ein angenehmes T-Shirt. Was soll das denn? Ich finde das ansprechend. Ja. Ja, wer kann das tragen, außer ich? Ja. Maybe wir können wieder Black Days machen. Ja, das ist doch eine gute Idee. Ach, da sind die schönen T-Shirts hier. Ja, toll. Toll. Ich kaufe erstmal die Schwarze. Weil ich denke, das ist eine gute Idee. Ja, so ein All-Black-Day heute. Sag mal, kommt doch mal ganz gut an. So, und jetzt vielleicht noch eine Different Pants. Was tragen Sie immer für Hosen? Ja, so eine Sack Jeans, ne, von mir designt. So ein bisschen tiefer hängen. No. Wenn nicht. So eine Skinny Jeans geht doch auch. Ah, Sie meinen something like this. Ja, richtig. Oh, ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, das ist das klassisch. Eine Leather Pants. Ja, die ist auch nicht schlecht. Die hätte ich auch mal gehabt. Oh, gucken Sie mal, die hat eine weiße Streifen an die Seite. Das ist maybe gar nicht. Das ist maybe gar nicht so slack. Die würde ich nehmen. Das ist cool. Das ist mal ein bisschen moderner. Ja, dann würde ich mal kurz anziehen. Und dann eine schöne Sneaker. Bisschen mehr um die Trend. Ja, stimmt. Muss ja ein bisschen mehr näher dran sein. Wenn nicht die Hinterlands, finde ich persönlich ganz geil. Schöner Helm. Ja, oder? Finde ich doch mal was. Ich weiß nicht, bin ich so der Mützentyp? War ich noch nie irgendwie. Oh, was halten Sie von dieser Schuhe?
Oh, die sind, also die finde ich schön, die können glatt aus meiner neuesten Kollektion sein. Das könnte noch ihre neueste Collection sein. Ja, 1200er Breezies. Die klassischen, aber die kosten auch 10.000 aufwärts. Ja, die Boots sind immer ganz gute Zeitung, but ich will something... Ja, die gibt's ja auch komplett in schwarz, ne? Aber ich dachte so Basketball-Schuhe. Oh, das ist auch schön. Ja gut, wer kann's tragen, wenn nicht ich? Sie meinen den Helm? Ja, richtig. Was halten Sie von dieses Black Moccasin? Oh, die sind schön, die sind edel. Sieht auch edel aus, muss ich sagen. Ja, vor allem schön, schön jugendlich. Und es greift auch diese White auf. Ja, stimmt, das spiegelt sich in den Schnürsenkeln. Ja, so ein Porkbeihut, nee, ich weiß nicht. Die werden mir, glaube ich, nicht stehen, Hüte. Okay, kaufe mal this one und dann gucke ich nochmal, ob wir maybe finden something else. Vielleicht finde ich ja nochmal eine andere Hose. Oh, das ist die Hose, die ich habe. Ach. Nee, passt der Schwarz doch nicht so. Okay, ich würde sagen, das ist mein Outfit. Ich finde das gut. Kommen wir mit einer dicken Kette dazu? Ja, und dann können wir die Chain auch dazu machen und dann kann ich auch tragen. Ja, die Killer-Chain. Ja, wir müssen uns entscheiden. Someone nimmt die Grizzly-Chain und someone die Killer-Chain. Dann haben wir multiple apartments around our neck. Das stimmt. Dann pushen wir nicht nur die Einfamilienhäuser durch die Stadt. Ja, ich habe gerade schon einen Anruf bekommen, da will einer was einkaufen. Ja, wir machen jetzt auch. Ja. Wir machen jetzt unsere Picture und dann ja, ist Opening. Ruf die Security an. Ja, aber ich glaube, ich werde mal meine Handynummer wechseln. Ich habe keinen Bock mehr auf die ganzen scheiß Anrufe. Fahren Sie hin? Fahren Sie nächste Weg? Ach so, ja, stimmt. Scheiße. Wir müssen zum Store. Ja, ich habe heute noch nicht getrunken. Das ist das Problem. Ja, da verliert man manchmal die Übersicht. Ja, wenn ich besoffen bin, ist das besser. Ja klar, denn mein Parkplatz auch noch geklaut. Es hat sich sofort hier ein bisschen... Asozial. Frechheit. So ist in Ordnung. Ja, okay, Mann. Ich rufe die Security hier, Mann. Oh, hello. Hallo. Oh, ich habe gedacht, wir wollten noch kurz einen Kleidungseinkauf machen und dann haben wir fast die ganze Lade gekauft. Oh, ja. Das passiert mir auch andauernd. Wir haben ein bisschen Escalation gehabt. Ja, das kenne ich. Sie wollten doch eben nur ein Auto kaufen, ne? Und dann haben wir eine Dreiviertelstunde da gestanden. Ja, und dann haben wir goldene Felgen verbaut. Yeah, I remember. So, es geht gleich los. Ja, ja. Hey, Breezy, komplett abgehoben, ne? Ja, ja. So, Mr. Breezy, wir müssen schnell eine Picture machen. Ach, das kriegen wir hin. Machen wir hier. Irgendeine bestimmte Pose, die wir striken sollen. No, ich würde sagen... Ja, Laden war irgendwie abgeschlossen, ne? Ja, müssen wir den wohl wieder rausschmeißen. Sir, Security, können Sie real quick vielleicht nochmal in front of the store steppen? Hä? Ja, der Laden ist noch nicht geöffnet. Die real quick vielleicht noch in front of the store steppen? Eigentlich war abgeschlossen. Ach so. Das habe ich gemerkt, natürlich, ja klar. No problem. Yeah. Sometimes die Sloss wirklich weird. Nee, ich verstehe das auch nicht. So, machen Sie Ihre Pose. Was wollen Sie? Was haben Sie vor für eine Pose? So ist doch gut. Nehmen Sie die Hand mal weg, sonst ist das mit dem Face immer difficult. Ja, ich verstehe schon. Da sieht man gar nicht die ganzen Details. Yes. Ja, ich habe ja gestern auch mal so ein schönes Foto geschossen mit den Jungs. Ja, eine schöne Kauleiste drauf. Warten Sie. Ich glaube, ich verdecke Ihre Uhr, das geht nicht. Und ich setze mich mal auf die andere Seite hier. Ja, das ist doch noch besser. Dann sehen wir dann beide Uhren auch. So würden wir, warten Sie. Oh, das ist gut. Moment. Pass doch auf, du hast mich immer im Rücken. So ein Ding. There you go. Ich habe noch. Perfekt. Sehr gut. So, dann lassen Sie mich kurz hochladen und dann können Sie vorne die Leute schon reinlassen und beraten. Ich mache das nur real quick fertig. Was ist denn hier mit Noel? Ich habe versucht anzurufen, ist nicht erreichbar. Maybe die kommt noch. Ja. Sie können die People ja schon Kaffee geben oder something.
Oh mein Gott, liegt da jetzt Schmuck drinne? Das ist doch neu. Seit wann liegt da denn Schmuck drin? Habe ich das nie gesehen? What the fuck? Ah, wenn man vom Teufel spricht, Alter. Ah, Noelle. Bonjour. Können Sie kommen zu die Store? Wir würden gleich Opening machen. Natürlich, bin okay. Gleich da. Bis gleich. So, jetzt erstmal wieder Magic hier machen. Magic. Galerie, zack. So, wir haben zwei Gesichter. Perfekt. Erstmal Eindruck. Nee. Muss gerade neu connecten, weil immer wenn ich ein Video oder ein Bild uploade in der Software, dann hängt sich der Teamspeak-Plugin auf. Da muss man neu connecten. So, ist gelöscht. Ah, Mr. Jackson. Guten Tag, Herr Jordan. Wo ist Mr. Breezy? Drin. Habe ich ihn nicht gesehen? Ja. Ah, Mr. Hier Breezy, ich bin an Ihnen vorbeigelaufen. Oh, ist der Post schon fertig? Ich habe die Post fertig gemacht, die Eröffnung ist official, right? Oh, geil. Ich habe erstmal die Geschäftstelefon so übernommen. Oh, perfekt, danke, Mann. Was haben wir denn noch? Ja, ich habe noch einiges zur Auswahl. Wie wär's denn? Ah, noch so eine Geist ist nichts für mich, ne? Nee, das ist auch ein bisschen, weiß ich nicht, ne? Ist auch nicht so meins. Wie wär's denn? Lass mich mal überlegen. Vielleicht ein bisschen, also ich sag mal, das, was ich gerade habe, ist sehr filigran von der Kette her, ne? Und das, was sie drunter, also enger am Hals haben, ist sehr, sehr breit, sag ich mal. Ne? Ja, richtig. Wenn es etwas dazwischen gäbe. Hier, sowas, die hat sogar einen schönen Farbverlauf drin. Naja, das ist feminin für mich. Feminin? Ja, ja. Das ist doch nicht schlimm. Ja, aber für mich muss man tragen können. Ja, aber kann ich nicht. Ja, mit der Brust. Wie wär's hiermit? Ja, gut, das kommt in die richtige Richtung. Nein, aber ja. Das fand ich mit dem Kreuz fand ich sehr viel schöner. Das hier ist so nichtssagend. Außer ja, ein Phönix, Phönix aus der Asche, ne? Bin ich zweimal. Mit 28 Grammys. Ja, richtig. Als ich hier angekommen bin, hatte ich kein Geld. Jetzt? Ja, jetzt bin ich stinkreich. Geht's Ihnen gut? Das freut ja, mich. Ich kann auf alles pissen und kacken. Okay, dann bin ich ja froh, dass Sie uns trotzdem bedienen, ja? Natürlich. So, was haltet ihr von der hier? Trapstar-Kette. Das klingt nicht schlecht, ja, das sieht ja, gut die haben aus, wir auch aus verschiedenen Material. Was ist Rosé-Gold das denn für ein Material? Ja, das gerade war Silber. Das Roségold. Das ist auch eine schön. Silver mit einer, entschuldigen Sie, eine Silver mit einer Mixture aus Platin. So, wir kriegen danke. Dieses Hello Signing. Danke. Hier ist noch Gold. Ja. Ja, das sieht man auch, wenn man keine so tiefe Ausschnitte anhat, ne? Das ist ja, richtig. Sehr gut. Du meinst ja, zum katholischen ja. Sonntag, ja? Ja, 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 ja. Okay, das gefällt mir sehr gut. Können wir das mal auf die richtige Habe Liste? Also Verkauf. Okay. Ja, ich komme raus. Ja, na, das ist jetzt ein bisschen. Gucken wir mal. Vorne der Herr mit der Tasche. Oh yeah. Sie haben zum Verkaufen, right? Ja, genau. Schönen guten Abend. Ja, dann kommen Sie doch quick rein. Ah, okay. So, was haben Sie dabei? Oh, ich hab alles dabei. Ich möchte auch alles loswerden. So, Gold, Sie haben Platin und Diamanten. Okay, alright. So, lassen Sie mir re-quick die Berechnungen rausholen. Am besten, ich stelle einfach mal die Tasche hin, dann müssen Sie selber nachzählen. Das ist all, was Sie drin haben, right? Ja. Okay. So, bitte. Ja. Okay, schauen wir mal. Ja, ziemlich durchgemischte Auswahl. So, Sie haben, okay. Mein Gott. Sie haben 184 Diamonds, I think. Ja. Okay, lassen Sie mich kurz ja, ja. Setzen hier. Das ist eine. Sie haben wirklich alles dabei. Sie haben nicht gelogen. Ja. Okay, Sie haben hier 40 für. No, das ist 10. Ja, das Platin schleppe ich jetzt schon so lange rum. Das muss auch mal weg. Ich sag das noch anders. Ja, die Price, so. I think the price von Platin in Diamonds are currently the same. Ich werde aber gleich nochmal überprüfen, damit ich nicht falsch sage. Na, eben stand auf 25 drin. Lassen Sie mich kurz hauen. Ja, die Sache mit den Passwörtern.
Okay, wir haben Diamond 25. So, jetzt habe ich alles. Okay. Diamond, Gold, das. Okay, so. 4,600 für die Diamonds. Ja. 13,240 für die Gold. Und 4,000. Ja. 4,020 für die Platin. Man muss ja nur eine Null dranhängen. Kriegen wir 21,860. Das war auch meine Rechnung. Wunderbar. So, dann geben Sie mir mal quick Ihre Kontonummer. Ich würde das Transaction anweisen, damit Sie nicht im Bargeld rumlaufen. Ja, das ist immer... das ist die 697. 697, ja. Yeah. 774. 774. Gut, dann lassen Sie mich kurz die Transaction machen und dann bin ich gleich wieder da. Wunderbar. Und dann snappe ich mir hier alles. Jo. Wer hinwirft und wegrennt, ne? Oh, Noel! 9,7. Und die 2 und die 3. Oh, er ist mies, ich dich. Yes. Oh, hallo. Ja, wenn deine Frisur sieht gut aus. Thank so, you. 10 Jahre jünger, sehr fresh. ich danke Ihnen, Raid. Ich wollte nur schnell an die ATM, weil ich eine Transaction machen will. Oh, ist gerade ein paar Probleme irgendwie. Ich habe überwiesen. Oh, ich danke dir, super. Oui. Perfekt. Sagen Sie zu meiner Kette, haben Sie da Interesse dran? Wir verkaufen eine ähnliche Chain. Ist die original? Oh, ich weiß nicht, ist on Papier. Okay, so kann ich nicht sagen. So, wir hätten Interesse, wenn sie original ist, aber in die current state, das ist probably fake. Na, oh, super. So, lassen Sie mich kurz... Ich trage einen Fake-Kette, hast du gehört? Moi. Merkt man gar nicht, außer der Experte war das. Jahre. Auch weiß nicht, habe ich $4,000 gekauft. Hm. Oh, in Chinatown, oui. Ah. So, super. Noel, ich muss weiter. Au revoir. Mach's gut, bis dann. Au revoir. Jordan. Yes. Was kaufen wir jetzt an? Nur Gold immer noch, right? Wir kaufen jetzt currently erstmal alles an. Die Preise sind ja, die sind für alles da. Ich habe gerade schon jemanden angekauft. Okay, was sind die Preise? 40 für Gold, 25 für Diamonds und 10 für Platin. Das steht auch im Internet, right? Yes. Okay, dann können die rechnen. Ich bin dafür zu faul. Perfekt. Jeder Klunker macht uns Mund. So, okay, dann lassen Sie mich mal nehmen hier. Na ja. Ja. This one. Komm doch her wegen dem Datenschutz. Ach so, ja, natürlich. Gottes Willen, ja klar. Ach, Sie brauchen keine Sorge machen. Das war nur, ich habe mir nur alles an Gold genommen, was der junge Mann hatte. Sie können die Tasse wieder nehmen. Ja, danke. Ich habe gerade die Transaction gemacht. Überprüfen Sie kurz Ihr Konto und dann werden Sie sehen. Hat alles funktioniert? Alles wunderbar. Perfekt. Dann thank you very much und Sie können dann gleich was schön weiter. Thank you. Deckungsbeitrag und so. Ach, Senior. Also brauchen yes. Sie etwas. Sehen Sie meine wunderschöne Kette von Ihrem Kollegen. Hat man sie ausgesucht? Ich bräuchte eine sehr teure Uhr. Sie brauchen eine Uhr? Ja, ja. Also muss sehr teuer sein, meine Uhr auch, ja. Was meinen Sie mit sehr teuer? Was haben Sie für eine Budget? Ich habe nur gesagt, damit meine Freundin beeindruckt ist, ich habe nur 20.000. 20.000. Naja. Das ist no problem, wir finden da was für Sie. Perfekt, aber können wir so tun, als ob es teurer gewesen wäre? No, können wir nicht. Also nur gegenüber ihr, ja? Es ist eine teure Uhr, aber es ist nicht, aber wir werden einfach gucken. Sie werden schon sehen, right? Naja, okay, alles klar. Naja, perfekto. So, lassen Sie mich kurz das für Sie anlegen und dann werden Sie sehen, right? Sie können sich hier immer... eine Bild von die Watchmarke, die ich trage. Sie haben ein Budget, das ist no problem. Haben Sie denn eine Vorstellung, soll es eine Steelwatch werden, also mit einem Stahlarmband oder einem Goldarmband? Oder was sollen Sie mit Leather machen? Also Sie sind der Profi, ne?
So, wenn ich sie ansehe, würde ich sagen, sie sind etwas legerer unterwegs und sie würden auch gerne eine University Uhr haben. So, nicht so viel Anzug, maybe? Ja, ich trage auch gerne mal Anzug, aber es sollte halt zur Kette passen vielleicht, ja? Ah, Silberkette, okay. Ich bin extra wenig angezogen, damit ich es besser sehen kann, ne? Okay, sind Sie eine Digital-Typ? Würden Sie sagen, dass Sie auch Interesting an Smartwatches haben? Ja, auf jeden Fall, ja. Ist modern, ne? Hätten wir eine interesting Version für Sie, und zwar eine very special piece, und zwar einen Tag heuer. Sie sehen die Strage connected. Das ist eine, das ist eine Combination aus einem very heritage manufacturer, Uhr manufacturer mit einer beautiful Smartwatch. Gibt es eine sehr schöne Combination mit Braun. Es ist eine Kauszug, das ist very comfortable zum Tragen. Und auch sportliche Varianten haben wir hier. Empfehle immer die Classical Black Variant. Die haben Sie. Sie können Sie nichts mit falsch machen. Das wäre eine Uhr, die kostet Sie $7,000. Okay, ich würde die schon mal auf die Wunschliste packen, ne? Okay, dann haben wir noch, damit Sie mal gesehen haben, was ich meine mit Dresswatch, hätten wir hier noch eine EWC. Das ist Oh, klassisch, ja. Das sind die Watches, die sie verbauen in die Benefactor Mercedes, right? Und da würde ich sie sehen, da würde ich sie sehen in this one. In die silberne Variante, ja. Ja, die silberne. Das wird perfekt zu der Chain passen, die sie haben. Und das ist eine very classical Watch, haben wir $12,000 für das. Was gibt es nur mit anderem Armband oder so etwas? No, wir haben hier immer die Black, wie Sie sehen. Es ist immer all Black. Okay, verstehe. Aber das ist halt die Dresswatch mit Leather. Wenn Sie more in die Steel-Version, dann muss ich sagen, könnten wir gucken bei die Bulgari. Gucken Sie hier. Ah, nee, das ist es gar nicht, nee. Das mögen Sie nicht so? Na, das ist gar nicht, nee, das ist gar nicht mein Geschmack. Das andere war klassisch, das war, hat ein bisschen Stil, ne? Das ist mir zu viel einfach, ja. Okay, was sagen Sie zu this one? Da sehe ich mich auch nicht. Okay. Alright, dann müssen wir schauen, maybe, ob wir eine Classical... Vielleicht ist das was für Sie. Maybe something like this. No, ich glaube, das ist... Das ist auch Variante so Utility für Sie? Sie meinen EWC. Ist die Uhr, also der Teil der Uhr größer als dieses Armband? Es ist von der Dimension, gefällt mir das nicht, ne? Sie meinen die Dimension, das ist interessant. Ja, das Armband ist zu dünn, ne, irgendwie. Was halten Sie von die Breitling, die wir haben? Das ist auch schön. Haben wir eine All-Black-Version. Mhm. Mit einer Silver, very rare. Haben wir noch nie verkauft, die Version ist $15,000. Gibt es die mit einem silbernen Gehäuse? No, wir haben eine Rose-Gold-Variant oder wir haben eine Black und eine Gold. Das habe ich Ihnen gerade gezeigt. But, warten Sie, vielleicht haben wir noch eine andere. Yeah, maybe this one. Da müssen wir was schauen. Wir haben hier noch eine Breitling-Variant with Silver. Aber das ist Black again. Das ist Silver-Gehäuse, wie Sie sehen. Das hat eine Mondkalender-Complication. Das bedeutet, Sie können einstellen, wie der Mond über die Monat läuft. Das hat mich überzeugt, ne? Sag ich, wie es ist. Das ist eine, um mal vielleicht ein bisschen tiefer zu gehen, damit Sie verstehen, das ist eine Handaufzug-Watch. Das bedeutet, die hat eine Uhrwerk drin, die Sie nicht machen über Batterie oder über Movement, sondern da müssen Sie Handaufzug machen, wenn eine Gangreserve von 48 Stunden. Das bedeutet, Sie müssen alle 48 Stunden die Uhr an die Krone aufziehen. Okay, dann habe ich sogar noch eine Ablenkung, wenn ich mir ein bisschen nervös bin. Ja, das ist auch eine beautiful Watch, die Sie grundsätzlich betrachten können. Es hat eine additional complication mit dem Kalender. Es ist eine classical dress watch. Das ist eine hefty Watch, but also machen Sie nichts falsch. Sie können die tragen zu einem sportlichen Outfit, so wie ich habe gerade, wie Sie sehen. Oder wie Sie gerade tragen, passt perfekt zu der Chain, die Sie haben. Und Sie haben auch eine perfect dress watch, wenn Sie mal ein Hemd tragen. Ich sag's, wie es ist, ne? Nehme sie. Dann haben wir $16,000 für das Watch. Ich nehme sie einfach, ja. Okay, dann muss ich mir ganz kurz Notizen machen. Das ist eine Navi Timer. Breitling. Yes, in die 16, Black and Silver. Ich denke, dass die anderen Varianten brauche ich Ihnen zeigen. Nein, machen Sie das nicht. Ich habe mich jetzt endlich entschieden. Okay, wir werden diese Uhr nehmen und dann bereite ich das für Sie vor. Ja, das ist no problem. Das wäre mir eine Freude. Es ist eine beautiful decision.
Wissen Sie, weil das Problem ist, wenn man sich einmal entschieden hat für irgendwas und man bekommt eine andere Variante gezeigt, ne? Dann hadert man wieder mit sich selbst und so, dies, das, ne? Ja, yeah, no problem. Kommen Sie zur Reception, ich hole dies für Sie raus. Ja, perfekt, perfekt. Okay. So. Was ich erst machen würde, ist die Rechnung schreiben. Ich würde Ihnen sagen, $16,000, right? So. Machen Sie das, ja. Perfekt. So, mit einem gewissen Zittern, ne, ziehe ich jetzt die Karte durch, aber ich glaube, es wird das funktionieren. Es ist eine Hefty Watch, ne? Es ist eine Hefty Watch, mit dem Preis auch. Aber da haben Sie eine gute Preis-Leistung-Verhältnis. Ach, es war grün, hä? Ja, es hat alles funktioniert. Es war grün, ja. Der Rahmen ist noch da, ja. So. Ja, die Abbuchungen kommen erst in 2-3 Tagen. Das ist kein Problem. So, dann hier die Box mit die Wonderful Watch. Sie können ihn auch gleich anprobieren, wenn Sie möchten. Ja, und, natürlich, klar. Und wir haben noch dazu für Sie, damit Sie sicher sind, dass es sich um ein Authentic Piece handelt, haben wir eine Speciality für Sie. Und zwar kriegen Sie von mir eine Authentication Certificate. Ui, so, gucken Sie mal, das sieht doch gut aus, ja? Das Streamen von mir, wie Sie sehen, von Jordan Jules. Und das legen Sie bitte in eine different place von Ihrer Watch. Und die sieht, steht Ihnen wirklich perfekt. Ich sage es, schauen Sie, das ist, also, ne, wenn man das vorher anguckt und danach, ja? Haben Sie eine gute Einzahlung getroffen? Ich denke auch, ja. Und Sie haben eine gute Investment gemacht. Diese Watch, die wird natürlich nicht an Wert verlieren, sondern je nachdem, wie sie gekauft wird, die Nachfrage steigt, wird sie gewinnen an Wert. Oh, perfekt. Was ist, wenn das mal geklaut wird, wenn dem Echtzeit-Zertifikat, dann kann ich das nachverfolgen lassen anhand dieses Zertifikats? Wenn sie gestohlen wird, haben sie, diese Certificate, die sie haben, ist eigentlich die Maßnahme, damit nicht gestohlen wird. Weil der Robbery hat in Liberty City nur einen Anlaufpunkt für Luxury Watches und das ist mein Store. Und wenn jemand kommt und verkaufen will eine Watch, dann habe ich eine Übersicht, wer gekauft hat in die Watches, weil ich habe Memory. Und ohne Certificate kann der hier, ist das sehr schwierig, eine Piece zu verkaufen. Und das lohnt sich deswegen nicht. Deswegen ist es wichtig, dass Sie das eine von die andere trennen. Ich verstehe. Dann möchte ich mich vielen bedanken. Ne? Ich komme noch nach vorne. Na ja, klar. Leider, so, lassen Sie mich noch mal sehen, die Watch. Hier, schauen Sie. Das ist wirklich beautiful. Das ist, ne, vorher. Und dann haben wir diese Situation nachher, ne? Das ist eine gute Watch. Haben Sie eine gute Entscheidung getroffen. Das ist ein gutes Investment. Ich fühle mich auch sehr aufgehoben damit, ja. Jetzt muss ich leider darüber noch diese Frau in dem gelben Hosenanzug mit einem Smuck begleiten. Ich hoffe, das wird nicht so teuer. Sie kriegen das schon hin, hä? Ja, ich glaube auch. Ja. Danke nochmal, ja. No problem. Das ist aber sehr schade auch. Besser. Mein Gott, die hat sich hier eine Schlange gebildet. Ja. Warten alle auf Sie. Wir haben ja vorhin schon gesprochen. Sie können gerne mit reinkommen und wir gucken uns ein paar Watches an. Okay, kein Problem. Ja, nicht, dass Sie jetzt hier so lange warten müssen. Ja, nee, alles gut. Nice. Kommen Sie. Yep. Bis gleich. So. So. Okay, dann first off möchte ich erstmal fragen, was Sie sich vorgestellt haben. Soll es in die same direction gehen, wie Sie gerade tragen? Ja, Ihre tatsächlich Brightling? Schon. Ja, also ich mag's Gold. Mhm. Wenn es geht, eventuell mit einem schwarzen Band. Das war für die Uhr jetzt nicht verfügbar bei Ihrem Vorbesitzer hier. Only brown, yeah. Ja. Aber mit einem schwarzen Band wäre mir persönlich lieber, aber Gold wäre schon gut, ja. So gut. Alright. Lassen Sie mich kurz mal eine Idee haben, was wir angehen können. Mhm. Classical Watch, okay. Ich habe ein paar Ideen. Sind Sie festgefahren auf die Situation mit die Leather am Band oder kann es maybe something Gold und Platin sein? Kann auch Gold und Platin sein. Also muss nicht unbedingt Leder sein. Ich persönlich trage gerne Leder, weil ich finde es angenehmer zum Tragen wie Metall, aber gehört auch nichts gegen Metall, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Es gibt eine multiple possibilities was wir machen können bei Glashütte oder Breitling hat auch noch andere Versions außer diese One.
Ich glaube, das ist eine Breitling. Muss gleich mal gucken. Ja. Und Grand Psycho haben wir auch noch. Also das würde alles in die same Richtung gehen. Ja. Und dann müssen wir nur eine Sekunde warten, bis meine Kollegin da vorne bei die Vorstellung für die Frau Söderberg ist fertig ist. Weil die gerade zeigt, what female watches. Okay, okay. So, das ist für Frauen was interesting ist. Ja. Haben wir auch ganz neu reinbekommen. Ich bin froh, dass wir die Kollegin haben, dass sie jetzt endlich zeigen kann, die Watches. Wollen Sie etwas trinken? Eine Coffee maybe or something? Nee, danke. Ich trinke keinen Kaffee. Nicht mehr um die Uhrzeit. Wir haben noch andere Spezialitäten. Wir haben auch Tea, I think. Wir haben noch... Mr. Breezy, was haben wir an Erfrischungsgetränken? Iced Tea, I think, right? Puh, ich guck mal kurz. Ja, aber so ein Tee wäre nicht verkehrt. Ja, dann gucke ich mal, was ich für Sie möglich machen kann. Ja, Mann, was wollen Sie? Zitrone. Haben Sie irgendwas Interesse? Wollen Sie eine Frischung? Früchte. Früchte und Ma'am für Sie? Ja, das Gleiche. Okay. So. Mr. Breezy. Pfirsich und Zitrone-Eistee. Pfirsich und Zitrone. Ja. Ja, dann würde ich mal rausholen. Mhm. Klar, ich habe schon... Haben Sie sowas? Dann geben Sie mir einfach... Ich guck mal, ja. Da. Ja, Zitrone. Wir haben sogar eine Energy Drink. Irgendeiner hat den da mal reingeschmissen. Oh, ich muss hier mal ein paar Zigarren ausnehmen, das ist eine gute Idee. Zitrone und... Ich habe schon wieder $34,000 ausgegeben. Ja, für die Ankauf, right? Ja, ja. Die waren schon wieder fleißig. Okay, so, wir haben multiple possibilities. Ja. Peach, Iced Tea or Lemon? Lemon. Was? Ja, immer Lemon. Oh, das ist fast ein Trennungsgott. Pfirsich. Sie wollen also Pfirsich haben? Bei der Frage immer Lemon. Sie schwimmen gegen den Strom, wie ich sehe. Ja, immer. Also ist ja auch langweilig, mit dem Strom zu schwimmen, oder? So, Sie kriegen den. Gut, dass ich mitgebracht habe, beides. Ich dachte, ich lasse eins zurück, aber. Danke. Dann können Sie einfach machen. So, und wenn Sie ausgetrunken haben, wir können schon hier vorne an die Watches rangehen. Okay. Ja. So, ich müsste hier kurz ein bisschen. Arbeiten. Können Sie maybe. Haben Sie abgeschlossen, Mr. DeBoer? Nein, ich warte noch auf Ihre Mitarbeiterin, die packt mir gerade meine Sachen. Ganz die packen genau, Sie ein. Für was haben Sie sich entschieden? Für zwei Ketten und zweimal Ohrringe. Ah, alright. Yeah. Okay, perfekt. Dann vielen Dank für die Beratung. No problem, das hat Noelle gemacht, I think. Hat sie sehr gut gemacht. Noelle, kommen Sie kurz rüber? Natürlich. Können Sie die Frau Söderberg und die mir maybe von die Ding wegnehmen, damit ich machen kann an einer Beratung mit deiner Uhr? Natürlich. Ich will die ja jetzt nicht wegsäusern, also holen Sie einfach zu die Reception rüber. Ja, das mache ich. Perfekt. So, natürlich. Dann können wir jetzt starten. Ja. Perfekt. Okay. Um Ihnen kurz zu erklären, und die Ablauf, damit Sie wissen, wie wir machen hier. So, ich präsentiere die Uhr bei mir, erzähle Ihnen Details dazu. Sie müssen nichts tragen, anprobieren und dann entscheiden Sie sich für etwas und wir gucken, wie das bei Ihnen aussieht, right? Okay. Okay. Nur damit Sie vielleicht ein Gefühl dafür kriegen, ich trage currently eine Richard Mille RM03 11 in die Black Edition. Das ist eine very expensive watch, aber das wäre die, wie sagt man, Mount Chiliad Top. Höhere Price League wird nicht mehr gehen. Okay, verstehe. So, aber damit Sie gesehen haben, das ist eine 250.000 Watch. Okay. Das ist ziemlich viel. Aber jetzt gucken wir mal in die Richtung, wie Sie gesagt haben. Ich versuche erstmal zu finden, die Modelle, die Sie ungefähr haben. Das ist this one. Ja, genau. Das ist eine Breitling, die haben Sie in die same Edition, I think. Ja. So, und Sie wollen sagen, dass Sie erstmal in diesem Bereich bleiben wollen? Ja, also ich hätte das gerne schon Gold, das Ziffernblatt und das Uhrwerk an sich, das Ganze. Und wie gesagt, das Band am besten, wenn es geht, Leder und Schwarz. Okay, Sie wollen. Wenn nicht Leder, dann auf jeden Fall irgendwie abgehoben von dem Gold, aber nicht mehr braun. Okay. Weil bei mir fällt das nicht so auf mit dem Braun, aber Schwarz wäre mir lieber. So, das ist eine Glashütte, aber das ist schwierig mit den Schwarz. Das ist all Swartz.
Maybe wir finden eine Breitling in the same Navi time of things. Ah, das ist auch brown. Da haben wir Schwarz-Silber as well. Aber sie wollen Gold haben, so die Combination ist straight. Lassen Sie mich gucken. Ja. Maybe die Glashütte in this one. Maybe. Es ist, wenn sie eine Gold Edition haben, ist es sehr schwierig, die Brown Leatherband wegzumachen, weil viele Hersteller die Combination sehr gut appreciaten. Das, was ich Ihnen vorschlagen könnte, wäre eine EWC. Das sind die Uhren, wie Sie sehen, die Sie verbauen in die Benefactor. So, das ist eine, wie Sie sagen, goldene Watch. Das ist Total Gold. Sie haben eine Black Leather Armband und da haben Sie die Combination, die Sie wünschen. Und Sie könnten auch sagen, wenn Sie eine Different Piece möchten, finde ich die auch sehr schön in Silver. So, das wäre so, wie Sie gewünscht haben und das wäre in Silver. Mhm. Nur damit Sie mal gesehen haben, das wäre so die Vorstellung, die Sie hatten, wäre this one. Ja. Das wäre sehr classical. Aber ich würde Ihnen auch gerne noch zeigen, maybe eine Jacob & Co. Das ist eine very seltene Piece, die wir verkaufen. Das ist in this one, Sie sehen, ist sehr, sehr hefty in black und gibt es in einer Rosé Gold. Wenn Sie sagen Gold, meinen Sie Gold oder Rosé Gold oder ist das alles possible? Also so die Sie da jetzt tragen, in Rosé Gold, wäre auch gar nicht so verkehrt tatsächlich. Ja, Sie haben, wie Sie sehen können, es ist eine very historic manufacturer from Watch. Die haben hier, lassen Sie mich kurz gucken, I think die haben 10 Watch Complications drin. Das ist der Manufacturer, der hat eine Grand Complication gemacht. Diese Uhr ist eine All-Out-Process. Der hat eine Watch gemacht, die man drehen kann und die eine kleine Kalendertone spielt. Totally crazy, kostet über $500,000. Aber das ist der gleiche Hersteller, der diese Watch herstellt. Ja. Das ist eine sportlichere Modell, die sie haben. Ist eine very hefty Watch Face. So, wenn wir, wie sagen immer, Maurer-Handgelenke so haben, dann deckt das auch gut ab. Wir haben eine 49mm Watch Side to Watch Side. Wir haben eine Automatic Watch. Sie müssen sich keine Gedanken machen, keine Batterien. Sie haben Multiple Complications, Sie haben eine Stopwatch, Sie haben Kalenderwatch, Sie sehen alles, was Sie sehen müssen. Aber das wäre so die Richtung, in die wir gehen könnten. Aber ich würde Ihnen gerne auch noch eine Classic Rolex zeigen. Weil, gerne. Maybe da ist something, dass Sie mit haben. Und vielleicht sind für Sie auch interessant. Hier habe ich bis jetzt einmal habe ich die verkauft. Wo bewegen wir uns denn jetzt? Weiß ich aktuell bei der. Bei this watch. Bei this watch bewegen wir uns bei $45,000. Okay. Das ist $45,000 Watch. Ja. Das geht ja noch. Aber ich will Ihnen nicht vorenthalten, das ist, weil Sie haben vorhin eine gute Selling gemacht mit die Car, right? Ich will Ihnen nicht vorenthalten und für exklusive Customers haben wir immer Special Pieces, aber da brauche ich etwas Vorbereitungszeit. Ich habe eine Muster hier und die will ich trotzdem zeigen. Ja. Wissen Sie, vor einigen Jahren hatte ich die Chance, meine eigene Modification auf eine Rolex zu machen. Mhm. So, man könnte sagen, es gibt eine Uhr, die ich nur herstelle. Ja. Und das ist this one. Das ist eine Classical Silver Rolex. Es geht nicht in Ihre Richtung, aber nur mal, damit Sie gesehen haben. Ja. Das ist eine Classical Silver Rolex mit einer Diamond Chain, Diamond Ring around the watch face. Ja. Und das ist so das Exklusivste, was Sie haben können. Würden Sie sich überzeugen lassen zu Silber Platin oder würden Sie sagen, immer noch nur Gold? Also ohne Ihre Arbeit jetzt irgendwie. Ist nicht Ihr Stil, sagen Sie. Nee, überhaupt nicht. Alright. Also das heißt, ich glaube, meine Arme sind ein bisschen zu dick für so ein schmales Öhrchen. Na, Sie das sagen, ist was für Derry, tatsächlich, ne? Ja. Ja. Das ist eine 36mm Watch. So haben man getragen damals. Das waren so die Classical, die Ausmaße von den Watches. Die sind alle immer größer geworden über die Jahre. Oh. Und heutzutage trägt man dann diese Rickard Meal Monster, right? Ja. Aber dann ist auch für Sie das hier nicht interessant in Gold. Nee, tatsächlich nicht. Okay, das ist so small für Sie. Also ich hätte das schon gerne groß und kräftig. Na, dann maybe müssen wir zu Audemars Piguet gehen. Das ist nämlich sehr groß und kräftig und haben wir in Rosé Gold und Gold. Oh, das ist auch nicht verkehrt. Ist auch hübsch, ne?
Da müssen Sie gucken. Kein Leder am Band. Ne? Das ist nee. No Leather, aber das trifft mehr oder weniger Ihren Geschmack von Gold. Und wenn ich jetzt sage, was Sie an Jewelry haben, ist ja mehr oder weniger nur die Brille. Ja. Dann würde sagen, ist es diese One wie deine helle Watchface oder ja. in eine Rosé Gold, Full Rosé Gold in deine Dark Watchface? Dann würde ich eher die helle, das mit dem hellen nehmen. Würden Sie alles sagen, die helle, okay. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin absolut nicht der Schmuckfan, ne? Aber eine Uhr muss halt sein, ne? Ja, ne, mein Vater hat mir immer gesagt, back in the days, es gibt zwei Arten von Smuck, die ein Mann erlaubt ist zu tragen. Und er hat gesagt, das ist einmal der E-Ring und einmal die Watch. Ja, so sehe ich das auch. Yes. So bin ich angefangen mit die. Aber das ist jeder, wie er geschmacklich mag. Ja, klar. Aber die ist schon, kann ich zum Vergleich die eine noch mal sehen, die wir uns gerade eben angeguckt haben, mit dem Roségold und dem schwarzen Lederarmband? Of course, das war this one. Ich tendiere tatsächlich eher zu der. Ja, es ist, Sie müssen natürlich bedenken, diese ist eine, es ist eine Straight Line, die Sie fahren. Mit dieser Uhr ist es schwierig, beispielsweise einen Anzug zu tragen. Ja. Oder eine Business-Tendenz zu gehen. Ja. Sie haben sich festgelegt, dass es eine Jewelry-Piece, das Sie in Ihr Leben integrieren können, wenn Sie wissen, was Sie wollen. Ja. Aber wenn Sie Variation brauchen, wenn Sie Variation brauchen, dann würde ich Ihnen empfehlen zu die AP. Diese Jacob & Co. kostet 45.000. Die AP, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, kostet 35.000. Ja. So, das wäre jetzt die Rosé Gold Variante. Ich kann Ihnen nochmal zeigen. This Rosé Gold or this Gold oder this Rosé Gold. Nee, ich nehme die goldene. So, Sie meinen AP oder die AP, genau. Mm. Nee, die AP. Oder soll ich beide nehmen? Dann habe ich Variation. Sie kaufen Uhren, so wie ich Autos kaufe. Ja, also ich kaufe auch gerne Autos, so ist das nicht, ne? Also ich muss das echt sagen, die hat es mir angetan, ne? Ich würde Ihnen empfehlen, wenn ich ganz kurz intervenieren könnte. Was Sie nicht machen sollten, Sie sollten not 2 Rosé Gold Versions kaufen. Das wird nicht passen. Aber wenn Sie sagen, okay, ich brauche eine Rosé Gold Version und ich brauche eine Gold Version, dann würde ich Ihnen empfehlen, AP in Gold. Ja. Das ist die letzte, das kann ich Ihnen vertrauen sagen, das ist die Last Edition, die Sie bekommen für 35.000. Der Preis wird danach steigen auf 40.000. Oh. Da haben Sie automatisch Geld verdient. Ja. So, das ist also, hatte nicht vor, die zu verkaufen tatsächlich. Und, aber es ist ja nur gut zu wissen, dass Sie wissen, das ist ein Investment, die sich auszahlen wird. Das ist also jetzt noch 35.000, aber Sie mit dem Verkauf an Ihnen wird das gehen auf 45.000. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass die teurer ist, um ehrlich zu sein. Ja, das ist, sie ist teurer, aber das really depends on the secondhand market, right? Die Marken, der Preis wird nicht mehr bestimmt durch die Händler wie Mick, sondern der Preis wird bestimmt durch die Boutique-Verkauf und dann die Nachfrage auf den Zweithandmarkt. Ja. Weil da sitzen wir dann aber raus. Und ich biete mich nicht immer an, wenn Sie haben, wir hatten schon eine Situation, wo jemand eine Fake-Watch verkauft hat für einen überteuerten Preis. Wenn Sie irgendwas irgendwann irgendwie verkaufen wollen, dann kommen Sie zu mir und lassen Sie mich Mittelsmann spielen, selbst wenn ich nicht verdiene, ist mir egal. Aber Sie können so zumindest sicher gehen, dass es authentisch ist. Okay, okay. Okay, so haben wir AP 35.000 und Sie sagen this one as well. Ich nehme beide, ja. Ich kann mich nicht entscheiden, also nehme ich beide. Okay, dann machen wir es so. So, dann haben wir $80,000 für both watches. Okay, ich muss dann aber einmal noch zum Automaten draußen legen. Das ist no problem. Wir können auch eine Transaction machen. Ich gebe Ihnen gleich die Kontonummer, müssen wir nicht mit Bargeld machen. Okay. Oder Sie müssen einfach von Ihrem Firmenkonto auf die Private-Konto wahrscheinlich überweisen. Nee, wenn wir eine Überweisung machen, dann ist ja gut. Okay. Aber ich müsste jetzt nichts umbuchen oder so. Okay, alright. So, dann machen wir 80.000. Aber ich bin so ein Freund von nur Bares ist Wahres, wissen Sie? Ja, wenn ich aber mit $80,000 wieder am ATM stehe und das einbezahle, dauert es wieder 20 Minuten. Sagen. Okay, das stimmt. So, und ich würde Ihnen lieber die Scheine alle raus sind. Oh. Ja, da würde ich Ihnen lieber die Kontonummer gehen und gleich überprüfen, ob das so kann man auch so machen. Ich muss eh noch eine Überweisung überprüfen. Dann machen wir eines in einem Aufwasch.
Okay, so, ich habe mir aufgeschrieben, welche Sie interesting finden. Und dann würde ich sagen, gebe ich Ihnen erstmal die... Wir gehen raus zu den ATM, weil ich habe die Business-Kontonummer nicht im Kopf. Okay, ja. Oh no. Du hast es auch endlich mal hergeschafft. Ja. Ja, ich habe Ihren Boyfriend aber heute auch erinnert. Das war jetzt auch etwas, das ich persönlich, wo ich persönlich hinterhergegangen bin. Jordan, geht bei dir der Automat? I'm not sure. Ich habe vorhin eine Transaction gemacht, die sollte vorhin gehen, right? Bei mir ist immer ein Problem mit meiner Karte. Nö, nee, der nimmt auch meine Karte nicht. Er nimmt nee. Nicht ihre Karte. So ein verdammter Automat. Pass auf, nicht, dass er so ein Scan-Gerät davor Sie müssen, no, Sie müssen, wenn Sie Karte reinstecken wollen, müssen Sie ein bisschen oben reinstecken. Ja, nicht unten. Nicht unten, unten wenn Sie, sonst, da hat er, ach so, ja, ja, der ist ein bisschen weiter oben. Machen Sie erstmal. Ja. Ja, ich weiß, diese Automat ist ein bisschen public, problematic. Ich muss mal fragen bei die Palettis, ob die uns einen ATM reinsetzen. Oh, das wäre wundervoll. Jordan Smith von Jordan Jules, how can I help you? Ja, einen wunderschönen guten Abend, Mr. Jordan. Sam Anderson hier. Ich hätte mal eine Frage. Haben Sie eigentlich auch Verlobungsringe im Angebot? Verlobungsringe arbeiten wir currently dran, haben wir noch nicht als, haben wir als Anfrage viel. Aber bieten ja. wir noch nicht an. Wir werden diesbezüglich ein Statement machen auf LibertyNet, dann sehen Sie alle, dass Sie haben. Aber currently haben wir noch nicht. Preislich okay. wird sich, ich kann Ihnen schon sagen, preislich wird sich das in die 10.000 bis 25.000 Range bewegen, wenn wir dann rausbringen. Okay, also so zwischen 10.000 und 25.000. Genau. Sind es dann, gibt es da verschiedene oder ist es nur? Das ist eine Price Range, die wir aktuell angeben, damit Sie ungefähr wissen, auf was Sie sich einlassen, wenn Sie dann eine Earring haben. Weil wir haben viele Anfragen von Leuten, die ansparen. Verstehen Sie? Okay. Ja, deswegen, super, das ist, also nicht die. Es wird sicherlich different versions geben, aber wir müssen halt noch warten, weil wir ein paar sehr spezielle Ideen haben, von die erfordern, dass einige Leute außerhalb von Liberty City sich involvieren. Ich kann mich auch indrehen. Okay. Ja, dann bin ich aufs Announcement mal gespannt. Ja, ich bin auch sehr gespannt und danke auf jeden Fall für das Interesse. Ja, vielen lieben Dank für die Auskunft und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Bye bye. So. Ja, sagen Sie mir die Kontonummer von ja, Ihnen. Ja, da muss ich selber mal an die ach ATM, so, ja. Wissen Sie, das ist so difficult. Okay, so. Ich muss mir auch mal aufschreiben. Was macht ihr hinten alle? Geldtransfer. Der Scheißautomat funktioniert nicht richtig. Draufpissen. Nee, besser nicht. Können Sie machen, nachdem ich... Dann sind das Pissgeräusche irgendwie. Ja, das sind Pissgroschen. Im wahrsten Sinne des Wortes, was da rauskommt. Oder kannst du für Geld verkaufen? Auf eBay. Geldautomat. Auf eBay? Ja. Auf eBay. Ja. Ja. Geldautomat, in Klammer von Breezy angepisst. Aber warum sowas Wichtiges in Klammern ersetzen? So, Sie machen die Transaction bitte auf das Konto. Sie können schon rangehen, dann kann ich Ihnen gleich nennen. Sagen, wenn Sie ready sind. Ja, sagen Sie. 7, also 754. Yep. 687. Okay, 80.000, ne, haben wir gesagt. Yep. Geile Uhr, Breezy, ne? Oh, danke, kann ich dir nur zurückgeben. Auch so, schöne Kette. Sollte ja, danke, abgeschossen sein. Perfekt, dann werde ich gleich überprüfen und dann machen wir die... Machen wir die Box-Transaction. Ja. Ja, ich hab da gerade was auf LibertyNet gesehen, Mann. Yes. Was ist denn dieses Zeus-Casting? Ja, das ist so ein exklusives Unikat-Shit, Mann. Von Stanley. Ach so. Alles in Ordnung? Ja, ist alles on the Konto, right? Okay. Dann können wir jetzt die Things machen und dann sind wir soweit früh. Kommen Sie. Okay. Ach ja. Okay. Dann gehen Sie kurz zu die Reception. Ich hole beide Watches, mache das alles fertig und dann machen wir das. Yep.